Der erste ist Gerald Gross, unser Lieblingskandidat, könnte man sagen, weil er ja von OE24TV losgelassen wurde auf diese Wahl und da ja zumindest rhetorisch brilliert hat. Mal schauen, ob ihm das heute auch Stimmen bringen wird. Wo ist denn der Gerald Gross, lieber Mike? Ja, hallo Wolfgang, schönen Gruß ins Studio. Wir befinden uns hier in einer Suite im Le Méridien im Wiener ersten Bezirk. Und das ist heute seine Wahlzentrale mittlerweile. Hier warten auch schon andere Kamerateams, aber natürlich OE24 ist da am ersten dran. Wie geht's dir jetzt, lieber Gerald? Ich merke schon, du schaust immer wieder auf dein Handy, du telefonierst nonstop. Bis Mittag warst du ganz relaxed, jetzt merkt man aber schon ein bisschen Unruhe. Naja, jetzt kommen die ersten Meldungen herein. Zwar nicht Ergebnisse, aber Stimmungsbilder. Und jetzt wird man dann langsam nervös, ja, weil jetzt kann man ungefähr das einschätzen. Und ich glaube, dass es für mich ein guter Tag wird. So was ich bisher gehört habe, es wird ein schöner Achtungserfolg werden. Dafür 21.000 Euro noch einmal. Keine Parteispenden, keine Millionäre. Das ist eine ganz schöne Duftmarke, die ich heute setzen werde. Absolut. Was siehst du da in deinem Handy momentan und bei den vielen Telefonaten? Wie ist der Trend? Was erfährst du da? Ich bekomme von sehr vielen Freunden und Bekannten Unterstützungserklärungen, insofern mentale Unterstützung. Wir wählen dich, wir haben dich gewählt, toi, toi, toi für alles. Wir bauen auf dich und das sind ganz schöne Zeichen und ich versuche die auch sofort wieder zu beantworten und mich dafür herzlich zu bedanken. Ja, ich begleite dich ja schon den ganzen Tag und ich war wirklich überrascht, denn auf einer Autobahnbrücke war ein Riesentransparent gespannt. Danke, Gerald Gross. Kommt das von dir oder waren das deine Fans? Jetzt ganz ehrlich, ich habe sowas noch nie gesehen bei einer Wahl. Ich war überrascht und ich war gerührt und es hat mich gefreut. Und es ist eine Wertschätzung, dass ich dann doch das eine oder andere Thema vorgegeben habe. Ich glaube, das sogenannte rechtskonservative, freiheitliche Lager in Österreich wird heute durch mehrere Ergebnisse, durch Walter Rosenkranz, durch Tassilo Valentin, durch Gerald Gross sehr sichtbar groß werden. Wie glaubst du, geht jetzt die Wahl aus? Du hast ja schon ein Gefühl, nachdem du die ganze Zeit herumtelefonierst, mit dem Handy spielst oder besser gesagt mit dem Handy arbeitest, musst du ja schon ein bisschen einen Trend sehen. Wie ist das? Verrat uns das bitte. Also mein Trend, den ich sehe, ist, dass es für mich ein schöner Achtungserfolg wird und dass es spannend wird heute am Abend und dass wir auf die Wahlkarten warten werden müssen. Und dass noch einige Unwägbarkeiten bis zum Wahlschluss zu umschiffen sind, sagen wir es einmal so. Die letzten Wahllokale sperren um 17 Uhr. Dann gibt es auch die ersten Trends und Rechnungen für diese Wahl. Glaubst du jetzt wirklich dein Gefühl, dass es zur Stichwahl kommt? Oder glaubst du, dass Alexander Van der Bellen, der amtierende Bundespräsident, seine Stärke hier beweisen kann in diesem Wahlkampf und Sieger bleibt? Das ist offen, würde ich sagen. Das kann ich auch nicht prognostizieren und schon gar nicht 1,5 Stunden vor Wahlschluss. Man wird sehen. Man wird sehen, was die großen Städte sagen. Man wird sehen, was die jungen Menschen in unserem Land sagen. Und derzeit haben wir in Wahrheit nur Wahllokale geschlossen im ländlichen Raum, Bezirkshauptstädte, kleine Gemeinden. Das heißt, von daher ist nichts abzuleiten. Was wirst du heute noch machen? Ich gehe ab 21 Uhr zu OE24, wie ich gehört habe, weil Wolfgang Fellner mich gerufen hat zu einem Interview. Bin dann jetzt hier in dem Hotel, schaue mir die ersten Hochrechnungen an, werde Interviews geben und dann ins Innenministerium, ins Wahlzentrum gehen und dort allen Journalisten Fragen zur Verfügung stellen. Wir werden dich natürlich wie schon den ganzen Tag begleiten. Das heißt, nicht zu früh, Freund, du wirst mich noch nicht los. Danke vielmals. Es war spannend mit euch beiden und ich hoffe, wir sehen den Gesichtsausdruck von Gerald Gross um 17 Uhr, wenn die Hochrechnung hereinkommt. Wird ungefähr 17.05 Uhr, vielleicht 17.10 Uhr sein, bis die erste Hochrechnung da ist.